Moin, moin, meine lieben Zuschauer, zum Rennwochenende in Großbritannien. Ja, 4 Tage später nach Spielberg geht es auch direkt wieder los. Danach ist das Rennen, Moment. Also, wo siehst du denn das genaue Datum? 7. bis 9. 21. Dann haben wir mal 2 Wochen. Wann ist die Pause? Okay, Ungarn, Belgien, dann gibt es eine kleine Pause. Dann kann man 4 Wochen schön forschen, etc. Das ist immer gut. Ja, wir gehen direkt weiter zum Rennwochenende. Neue Teile haben wir jetzt nicht. Also wir sind jetzt nicht schneller geworden durch bessere Teile. Ne? Das auf gar keinen Fall. Jeder wollen wir trotzdem noch versuchen, 2 Teile zu entwickeln für diese Saison. Damit wir damit jeweils von allem die 3. Version haben. Aber ansonsten wird nur geforscht für die nächste Saison. So. Jetzt machen wir das, was wir immer machen. Zack, zack. Davon wieder das ältere reinbauen. Bleibt drin. Nehmen wir das. Natürlich müssen wir im Qualifying heute ein bisschen mehr rausballern, damit wir ein paar Punkte weiter vorne sind. Dann sollten auch Punkte drin sein. Punkte drin sein. So, let's go zum Training. Aus, aus. Und die ersten Kenntnisse sammeln. So, da können die ersten noch rein. Zunoda dürfte auch gleich reinkommen. I can't believe this car. Copy, copy. Ich mache nur noch das Rennwochenende in Großbritannien, also denke ich mal so knapp über 1 Stunde, 1,5 Stunden. So, es können wieder beide raus. Natürlich am Anfang bei der Konfiguration nicht wirklich gut. Warum dauert das bei De Vries so viel länger als bei Tsunoda? Komisch. Dann viel Spaß beim Feiern. So, Tsunoda dürfte gleich fertig sein. War natürlich früher draußen, deswegen wird er auch schneller fertig sein. So kann ich nicht fahren. Ja. Warte doch, Tsunoda. Tsunötchen. Die Traktion muss auch noch ein bisschen mehr in die Richtung. Das geht. So viele Runden müssen ja nicht aushalten. Ach so, Glückwunsch. Das erste Mal oder gerade fahren. Und wir sind mit die Ersten, die ich jetzt auch wissen. Cool. Glückwunsch.
wir sind die Ersten. Also ich. Dankeschön. Ja, das ist cool. Ja, dann feier lieber, anstatt den Stream zu gucken, ne? Stream gucken kannst du immer irgendwann mal wieder. Eltern wird man nur einmal. Sag mal, Eltern? Ne, Papa. Der gute Tiger Lord waitet mich mal wieder. Hallöchen, mein Freund. Wie geht's dir? Alles gut? Auch den FM wieder gestreamt? Oder mal was anderes? Ich muss jetzt einen trinken. Trink für mich einen drauf. Und natürlich, weil du Zwillinge kriegst, die doppelte Menge, ist ja klar, ne? Natürlich nichts Alkoholisches, das ist ja klar, ne? Das ist doch eine schöne Nachricht. Schock und Freude. Ja. Glaube ich dir. Ist ja immer so, ne? Selbst wenn man es plant, denke ich mal, ist man Dreh in Kurve 7. Ja, aber ich denke mal, du kannst noch weiterfahren. Wieder FM? Okay. Ja, danke schön für den Raid jedenfalls, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Weiß nicht, ob du noch hier bleibst oder auch schon schlafen gehst in die Hayabubu. Aber es freut mich, dass dir das Sweep immer noch Spaß macht, Tiger. Aber kurz davor. Ja gut, ich denke mal, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ne? Wann, wenn ich jetzt, wenn es ohnehin gut läuft, ne? Aber noch nicht zusammen zu sein und schon schwanger? Das ist, oh. Respekt. Das geht schnell. So, T1 vorbei. Gut, kein Sprintrennen, bin ich kein Fan von, bin ich ganz ehrlich. Ja, das ist noch okay. 48%, geht doch noch locker, also was ist los? Auch. Nur knapp einen Monat, ne? Wenn man die Beta mitzählt. Das geht schneller, als man denkt, ne? So, und wieder rein ins Training. Let's go. Ja, jetzt weiß Boy. Greenlight now. Nur plant man da, glaube ich, nicht immer schwanger zu werden, ne? Das meine ich. Dass du multirasierst, ja. So, ich hoffe mal, dass jetzt das Feedback besser wird. Ja, ich meine. Was? Ich will extra nicht Deutsch gehen, weil ich denke, ich bin zu stark. Ach so, Deutsche Liga. Ja, du wirst sicherlich einer der Besseren sein, aber unterschätzt nicht ein paar andere, die sind auch sehr, sehr gut. Wir haben da einige. Klar, Doggy nicht, der kann gar nichts, ne? Kappa. Ne, also wir haben da einige gute, unter anderem Doggy. Oh, gut. Copy that. Ja, ja, ich weiß, Spray. Das habe ich gesehen, dein Notizbuch. Aber Doggy ist auch jemand, der es liebt zu scouten. Das sieht doch ordentlich aus. Ach, mal gucken, ob die Reifen so lange durchhalten. Wobei, sollten die. Die sind ja bislang kaum gefahren. Existiert wieder. Ja, zur Info für Doggy.
Poi hat halt so ein Buch, wo der wirklich hunderte Spieler sich reinschreibt, scoutet etc., Taktiken reinschreibt und einfach alle Infos und so weiter da reinballert. Und wirklich auch die ganze Welt durchscoutet. Finde ich cool, wenn man sich so viel Zeit da rein tut. Wie ein Ash, ja. Okay, checking. Ja, Getriebeverschluss ist ja klar. Bei den Teilen, ne? Das hat ja einen Grund. Ich hoffe, wir schaffen das schnell hier mit einem guten Setup. Damit wir im dritten Training dann schön durchballern können. Für die Streckeneingewöhnung. Ja gut, die Reifen halten locker durch, das ist gut. Ja klar, man kann es auch so machen. Nur Prey mag es halt noch so auf die Art und Weise. 95%? Das ist doch gut, oder? Lassen wir ganz im Ernst. Das lasse ich. Ach, deswegen, ja. 480 ist doch gar nichts. Any feedback, Yuki? Könntest irgendwann so ein ganzes Dorf bauen, wo du die ganzen Auswahllistenspieler reintust. 96, obwohl nur zweimal optimal. Oh, sehr cool, Prey. Sehr cool. Ja, dann auf eine coole Karriere, ne? Wenn du einen Co-Trainer suchst oder sonst was. Ich bin da. Nicht vergessen, du bist bei mir VIP. Ne? Ja, ja, das weiß ich doch, ja. Du warst eigentlich immer mit Janni drin. Stimmt, Janni wird auch wieder mitmachen im neuen Teil. Das finde ich halt, das liebe ich halt. Ne? Wenn wirklich sich so herauskristallisiert, wer so die Top-Trainer sind und die dann teilweise wirklich so untereinander die Spieler scout oder wegnehmen untereinander. Ich liebe das auch zu sehen, ne? Du, Janni, wenn Prey noch mitmacht ab Dezember, das wird cool. Die F-Jugend deiner Stadt? Macht bestimmt Bock, ne? So, beide werden locker 100% Streckengewöhnung haben. Und endlich Schalke, ja, das ist richtig, ja. Das habe ich mir gemerkt. Du wirst auf jeden Fall Schalke kriegen, keine Sorge. Ja, ich weiß, sind Kinder, aber mit Kindern zu spielen macht ja auch Bock, oder? Zumindest wenn die Lust haben. Ja, man, natürlich kann man nicht hart sein, klar. Ja, copy that. Auch ich nehme mal so zum Reinkommen, ist das ja ganz okay, ne? Checker Flag. Und Spaß ist das Wichtigste. Klar. Okay, jetzt müssen wir nur mit Softs fahren, das ist blöd, dann müssen wir häufiger in die Box, ne? Naja. Okay. So, let's go. Los schicken. Ja, aber ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch Pläne haben, vielleicht weiter oben mal zu trainieren in der Jugend, ne? Der E-Jugend. Ja, das ist immer gut, wenn man so Step by Step und so alle ein, zwei Jahre immer eine Jugendabteilung höher geht, ne? Da hast du teilweise die Spieler von früher, die Erwachsene werden dann. Ich glaube, ist auch eigentlich immer am besten für einen Trainer, finde ich. Auch Trainer in Profiligen. Ich finde immer cool, wenn die dann wirklich so von der F, E, D, C, E. Ja, ich kann das Alphabet rückwärts nicht. Ich weiß, was ich meine. Immer weiter höher trainiert. Ja, das ist immer cool.
wenn du die kennst. Alphabet rückwärts, ne? A, B, C, D, E, F. F, E, D, C, W, A. War richtig? Ich hoffe. Komplizierter als man denkt. Schon 73%, 80%, 40%, 74%, 81%. Das wird gut gehen. Auch? Trainiert er auch dort oder macht er, hat er eine andere Funktion? Okay, ich muss ja wirklich nur einmal in die Box. Maximal, ne? Klar, wenn man komplett durchspart, momentan die Jugend. Hm? Und der Verein, also der A-Verein, in welcher Liga spielt er? So Kreisliga oder schon ein bisschen höher? Also die erste Mannschaft. 96 und 90, supi. Also besser vorbereitet sein. Können wir nicht. 98, 99. Klar, außer 5 Setup-Punkte bei De Vries und 4 bei Tsunoda, ne? Klar. Und 100%. Yeah. Eigentlich müssen die nicht mehr rausfahren. Oder wenn die in die Box fahren, war's das. Und, komm. 100, yeah. Landesliga 3. Ah, immerhin, immerhin, ne? Also nicht komplett unten. Ja, die Reifen sind scheiße, aber egal. Copy that. De Vries fährt von alleine in die Box. Zun oder nicht? What happened there? We are checking. ERS-Schaden, jo. Also so ein gutes Training hatten wir noch gar nicht. So, jetzt sind beide in der Box. Kann man ja eigentlich schon fast skippen, ne? Oh, wir warten mal die paar Sekunden. In 16-facher Geschwindigkeit geht das ja noch einigermaßen, ne? So, ja, aber wie gesagt, jetzt auch im Qualifying mal richtig zeigen, was wir können. Um dann vielleicht wirklich, wie Doggy ja sagt, immer mit angreifen, durchzupushen im Rennen und noch ein paar Plätze gut zu machen und vielleicht in den nächsten Punkten an den nächsten Punkten zu kratzen und die auch mitzunehmen. Und die Person, die ich da raiden soll, kennst du die auch privat oder guckst du einfach auch da gerne zu? 97, 97. Schmackhaft. Schnabulös. So, jetzt gehen wir ins Qualifying. Natürlich die Autoteile wieder wechseln. Ganz wichtig. Und zweitbeste Kreisliga A Staffel 2. Ah, die zweite. Achso, okay. Ja, ja, immerhin, ne? Ah, cool. Und was streamt er so? Machen wir am Anfang. Ah, DayZ. Ach stimmt, du zockst ja auch DayZ, ne? War das nicht so? So, raus. Raus. Ja, DayZ macht schon Bock. Nur Zeit dafür auch noch, auch wenn schwierig.
Und jetzt... Ich hätte schon früher Druck machen können. Schon wieder vergessen, Mann. Damit wir noch weniger Benzin haben. Zum Schluss, na gut, ist halt so. Kann ich es ja gleich besser machen. Mit beiden würde ich gerne in Q2 kommen. Mal schauen, ob wir das schaffen. ...26,5, 26,2. Respekte, Fries. Du wirst immer besser. Okay, nicht so viel loben. Sonst gibt's Problemchen, wenn man zu viel lobt, ne? ...38,1. Deutlich besser. 39,0. Da hatte wohl der Fries ein kleines Problem. Kleine Problemchen, würde ich mal behaupten. Okay, zu Nuller kann... Ah, nee. Nein, wir können ja nicht noch eine Runde machen. Also sonst bleiben die stehen. Und dann gibt's gar nichts. Das ist ja eben das Problem. Ich würde es nur mal trotzdem gerne kurz gucken, wie viel wir verbrauchen, wenn wir eine ganze Runde... So fahren. Der Fries eine Sekunde langsamer wegen dem zweiten Sektor. Ihn werde ich auf jeden Fall gleich nochmal rauslassen. Ich meine, der ist langsamer als Bottas. Oh ne, die kommen nicht in die Box. Ich bin doch bescheuert. Okay, doch. Gut. Gut, 2 Kilo schaffen die so. Alles klar. Dann werde ich den Fries gleich, wenn ich ihn raus tue, sofort auch komplett pushen. Benzintechnisch. Ja. Zur Not kann ich auch schon mal neue Reifen geben, klar. Und sofort raus. Druck machen. Wo ist der Fries dort? Okay. Angreifen, einsetzen. Wobei ich hätte die Reifen auch ein bisschen aggressiver fahren können. Lassen, ne? Lassen können fahren. Sehr gut. Besserer erster Sektor. Der zweite Sektor muss besser werden. Also vor Alfa Romeo muss sein. Sehr gut. Fast eine Sekunde schneller. Also ich glaube genauso einfach wie Tsunoda. Na, ich glaube, ohne Cooldown-Phase wäre sogar noch besser. Oh, besser. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Stopp abbrechen. Nicht abbrechen. Also auf jeden Fall in die Box. Sehr gut, der Fries. Gut gemacht. Ich will nur gucken, ob es überhaupt noch raus muss. Das ist halt die Frage. Ja, doch. Leider ja, Mann. Bei 2 Runden angreifen, die sind locker möglich, ne?
Da werde ich ja nicht irgendwie was verlieren. Auch Temperatur kriegen und los geht's. Dass man das immer wieder von neuem bestätigen muss, dass man wirklich übernehmen möchte, ne? Komisch. So, jetzt aber einsetzen. Einsetzen, Temperatur ist super. Oder? Was, wenn ich jetzt noch eine Runde fahre? Oh, dann bleibe ich später stehen, ne? Und dann kriegst du eine. Gibt's Problemchen. Hätte ich auch anders machen können, ne? Na gut, muss ich jetzt so machen. Kurz überlegt, einfach durchzufahren, aber noch zu viel Zeit. Einsetzen, einsetzen, gut. De Vries wird es wahrscheinlich schaffen. Wobei Magnussen wird ja auch noch und Hülkenberg auch noch fahren. Mal gucken. Hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Jetzt, wo die Reifen noch bessere Temperatur haben. 25,9, supi. 25,9. Beide sogar verbessert. Sehr, sehr wichtig. Strafe oder was soll das heißen? Wow. Immer gefährlich sowas, immer. 38,3. 2 Zehntel langsamer, 39,2. Zunoda, was ist los? De Vries. Platz 12. Oh. Jetzt ist De Vries 16. Shit. Gut, De Vries wird es nicht mehr schaffen, aber Tsunoda. Kriegt er es noch hin? Oh, Mann, sogar Sargent. Beide Williams. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir im Qualifying irgendwas falsch machen. Es ist wirklich da mit dem Benzin. Was da leider noch zu viel mit hatte. Kann das sein? Hm. Ich muss mich da mehr einfach reinüben. Naja, egal. Gut. Wir sind trotzdem ordentliche Platzierung. Etwas besser als letztes Mal. 17-16 statt 18-19. Kann am Ende gut sein. So, Boxenstopp-Strategie. Mit Softs angreifen. Dann mit harten angreifen. Nee. 1, 19, 23. Nee, auch das ist schwierig. Wobei eigentlich schon, ne? Kann man eigentlich machen. Soft, hart, soft. Und da er spart, konnte ich vielleicht am Ende auch noch hier angreifen. Was machen wir bei dir, mein guter Yuki? Mediums angreifen. So. Hart angreifen. Nee, das macht keinen Sinn. So angreifen und dann Softs angreifen. Oder vielleicht so. Das könnte gut sein, oder? Das heißt, Yuki wird von Anfang an komplett angreifen. Auseinandernehmen. Probieren wir es.